Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin, Folge 39. Die Story ist echt, die Namen sind erfunden. Und natürlich habe ich die Erlaubnis, euch diese Story zu erzählen. Parallel muss ich mich ready machen, weil ich muss arbeiten und so geht es auf gar keinen Fall. Die Geschichte handelt von Jennifer. Jennifer war 11 Jahre verheiratet, hat sich dann aber entschieden, dass sie sich trennen möchte. Die Ehe hat einfach nicht mehr funktioniert, sie hat Abwechslung auch gebraucht, das war alles toxisch, sie wollte was Gesundes haben. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man sich trennt, egal ob Ehe oder Beziehung, man möchte ausgehen, man möchte sich ablenken, man möchte den Kopf frei bekommen, man möchte mit Freunden ausgehen, da Spaß haben, hier Leute kennenlernen, ihr kennt das. Wow, shit. Sie geht also mit Freunden aus, hat Spaß, lernt auch neue Leute kennen und das macht ihr mega Spaß. Eines Tages sagt dann eine Freundin zu ihr, ey, ich bin hier mit ein paar Freunden in so einer Lounge, komm doch auch vorbei, das wird dir voll gefallen. Aber sie denkt sich auch dabei nicht. Sie denkt sich, cooler, gechillter Abend in so einer Lounge, vielleicht ein, zwei Drinks, that's it so. Aber man sagt ja, dann, wenn du es nicht erwartest, lernst du halt den Mann deiner Träume kennen. Man muss halt auch diese Ehe so ein bisschen verarbeiten. Sie wurde halt hardcore betrogen. Er hat sie und die Kinder im Stich gelassen. Es war wirklich traumatisch. Und jetzt ist so ihre Time, her time, her time to shine. Ihr wisst. Sie hat sich also nochmal fresh gemacht und ist nach der Arbeit dann in diese Lounge. Kommt da an, mega geile Atmosphäre. Ihre Mädels sitzen da alle in einer Runde, in einem Kreis. Und da ist original ein Typ zwischen all den Mädels. Und natürlich haben ihre Mädels so direkt, ja, du musst dich dahin, setz dich mal dahin. So, sie sitzt natürlich neben diesem Typen, so. Klar. Sie setzt sich also hin und fängt an, mit dem Typen zu quatschen. Die fangen an zu kommunizieren und die verstehen sich mega gut. Und tada, die beiden verstehen sich blendend. Quatschen also den ganzen Abend, haben voll viel Spaß, lachen die ganze Zeit. Und die Mädels gucken die ganze Zeit von der Seite und denken sich, nice. Good match. Der Vibe stimmt und er fragt sie nach ihrer Nummer. Part 2. Sie fühlt sich krass geschmeichelt und sagt natürlich, boy, du kannst meine Nummer haben. Beide fangen an, Tag und Nacht miteinander zu schreiben, verstehen sich mega gut und Tag für Tag merkt sie, wie sie so ein leichtes Kribbeln im Bauch hat. Ihr wisst, sie hat sich gut gefühlt. Und es ging relativ schnell, dass er dann zu ihr meinte, ey, hör mal zu, lass uns doch ein Paar sein. Ich will halt wissen, dass du wirklich meine feste Freundin bist. Ich will nicht so einen kleinen Flirt draus machen. Und sie denkt sich, ja, du kannst mein Freund sein. Einfach weil du mir so gut tust. Wir freuen uns für sie, oder Leute? Wir freuen uns für sie. Jeder hat Glück verdient. Und ab da läuft die Beziehung eigentlich mega. Mittlerweile sind die beiden schon 2 Jahre zusammen. Er hat auch 2 Kinder, er schläft öfter bei ihr, sie schläft mal bei ihm. Alle verstehen sich eigentlich blendend, wirklich problemlos. Er wusste einfach alles über sie. Tut mir leid, Leute, aber sie anscheinend nicht über ihn. Nach einiger Zeit merkt sie, dass er sich so ein bisschen verändert hat und so ein bisschen komisch verhält. Er sagt ihr einfach überraschend häufig, wie sehr er sie liebt und dass sie seine Ehefrau sein muss und dass das so sein größter Traum ist und dass die beiden heiraten. Aber so nicht nice nice, sondern so einer zu viel, wo man sich schon wieder denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Kurze Zeit darauf bat er sie um Geld. Mittlerweile auch schon ein Classic, Leute, oder? Er wollte immer mehr und mehr und bat sie auch dann, ey, kannst du nicht mal auf meine Kinder aufpassen? Ich muss arbeiten gehen. Kannst du das nicht bitte übernehmen? Und sie macht es natürlich, weil sie sich denkt, ey, ist mein Mann, ich liebe den Typen. Part 3, Freunde. Sie hatte die ganze Zeit schon ein komisches Bauchgefühl, hat aber nichts gesagt. Bis er dann eines Tages kam mit, Jenny, ich brauche Abstand. Was soll ich sagen, Freunde? Man kennt's. Er sagt also zu ihr, ich brauche Abstand, ist mir alles zu viel, ist mir alles zu nah, zu eng. Obwohl er so vor ein paar Tagen noch gesagt hat, ey, du bist die Frau meines Lebens, ich will dich gar nicht in Ruhe lassen, du bist es, ich will dich heiraten, ich liebe dich so sehr. Ich will Abstand hieß für ihn aber nicht, dass er Schluss macht, sondern einfach ein bisschen Abstand möchte. Sie hat das Ganze also komplett unter die Lupe genommen und ihn beobachtet. Und ihr ist aufgefallen, dass sein Handy ab und zu mal klingelt und er bewusst nicht rangeht, obwohl er einfach hätte rangehen können. Als er auf Klo geht, guckt sie einfach so mal in sein Handy und sieht so in der Vorschau, dass eine Frau geschrieben hat. Tatsächlich ist die Frau die Schwester von seiner Schwägerin. Die Schwester von seiner Schwägerin ist aber lesbisch. Das weiß jeder in der Familie. Und Jenny hat sie auch kennenlernen dürfen. Das heißt, dass die beiden irgendwie was miteinander haben, es geht ja so nicht so. Sie denkt sich also, ich werde die Sache trotzdem weiterhin beobachten. Weil ihr wisst ganz genau, weibliche Intuition, Leute. Ihr wisst ganz genau. Sie kann nicht mehr und spricht ihn so drauf an. Sagt zu ihm, ey, ich habe das da auf deinem Display gesehen und so, aber die ist doch lesbisch und so. Und er meinte, ja, beantwortest dir die Frage ja selber, sie ist lesbisch.
Was ist das Problem hier gerade? Darf ich mit meiner Familie keinen Kontakt mehr haben? Oder was? Und dann sagt er zu ihr wieder, Schatz, guck mal, entspann dich mal. Es ist gerade ein bisschen viel. Ich will nur ein bisschen Abstand. Du bist trotzdem meine Frau. Ich liebe dich. Ich will dich heiraten. Ich brauche nur gerade ein bisschen Abstand. Sie geht also nach Hause, hört auch an dem Abend nichts mehr von ihm und geht schlafen, bis sie am nächsten Morgen aufwacht um 10 Uhr, eine SMS liest und sich denkt, oh mein Gott. Einfach 3 Zeilen. Wir passen leider nicht zusammen. Es ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Nach 2 Jahren Beziehung. Sie ist komplett schockiert. Sie ist auch überfordert. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Ruft ihn die ganze Zeit an, aber er geht nicht ran. Sie antwortet ihm per SMS zurück. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Heftig, oder? Das ist voll krass. Vor allem, Leute, das sind erwachsene Menschen. Geh mal ran, lass mal reden. Was soll das? Sie fährt also direkt los, weil sie sich denkt, nö, lass ich mir nicht gefallen. Meine ganzen Sachen sind noch bei ihm zu Hause. Ist bei ihm angekommen, will über die Straße und sieht ihn im Auto mit der blonden Schwester von der Schwägerin, die eigentlich lesbisch ist. Beim Knutschen. Er sieht sie, lacht, gibt Vollgas und haut ab. Oh mein Gott, wie würdet ihr in so einer Situation handeln? Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Sie hat sich danach natürlich schlau gemacht und recherchiert. Sie hat herausgefunden, dass die Frau gar nicht lesbisch ist, sondern bi. Und dass sie schwanger von ihm ist und die beiden jetzt zusammenziehen. Was sagt uns die Story? Hört auf euer Bauchgefühl. Kommentiert mal bitte, was ihr davon haltet. Und wenn ihr selber crazy Stories habt, dann schickt sie mir per DM auf Instagram oder per E-Mail an info@skinmeeting.de.